Guten Morgen und willkommen zu den Playoff-Halbfinals. Heute fährt es wieder bei 0 an. Wir spielen gegen der Z und müssen wieder Sieg nach Sieg einfahren, damit wir dann auch ins Finale können einziehen. Bevor wir jedoch in die Action auf dem Eisfeld einsteigen, habe ich eine Bitte an dich. Und zwar müssen wir mal so richtig eskalieren mit den Likes und mit den Kommentaren. Ich weiss, es ist immer schwer, um etwas zu finden, zum Einschreiben. Also schreibt doch einfach eure Lieblingszahl oder einfach, wie viele Kommentare ihr sind. Das könnt ihr auch einschreiben. Zahl 1, 3, Kommentar 40. Einfach so simpel wie möglich, denn wir müssen YouTube zeigen, dass ihr eine aktive Community seid, damit ihr merkt, hey, die Videos müssen mehr vorgeschlagen werden. Und das erreichen wir durch Likes und Kommentare. Also, ich bin auf deine Hilfe angewiesen. Heute doch die Hilfe und gemeinsam können wir noch wachsen und noch viel Geileres miteinander erleben. Und jetzt wünsche ich dir noch viel Spaß beim Video. Bevor wir in die Action eingreifen, schauen wir uns natürlich nochmal den Playoff-Spielplan an. Da sehen wir stehen im Halbfinale gegen der Z, das andere Halbfinale HCD gegen Genf Servette. Und ich hoffe natürlich, dass wir heute werden gewinnen, damit wir so schnell wie möglich im Finale dann auch antreten können. Werden uns dort wieder erwarten, das ist alles noch offen. Genauso wie heutige Matches. Alles ist noch offen, alles ist möglich. Und was heute möglich ist, das siehst du jetzt. Wir gehen rein in die Action auf dem Eisfeld. Los geht's! Und da sehen wir Spiel Nummer 1, Heimspiel von der EHC Biel gegen ZSC Lions. Bulli wird gewonnen. Erster Angriff mit dem Haas. Kann er gerade laufen? Ja, erster Schuss. Leider auch erste Parade. Olofsson noch an der Scheibe. Und probiert das Backhand, aber leider auch da ein Safe. Der Lauf muss da raus. Ich habe keine Ahnung, wieso. Auf jeden Fall dürfen wir jetzt in Untersalz spielen. Achtung, Achtung, Achtung. Schön, Goalie. Nein, wir verlieren das wichtige Bulli. Wichtiger Safe vom Goalie. Und jetzt tun wir uns ein bisschen mit Angriff verteidigen, kann man sagen. Und wir gehen durch. Und ja, Abpraller! Jawohl! Abpraller in Unterzahl, der Schläpfer. Wir führen mit 1:0. Hey, das hat jetzt überhaupt nicht erwartet. Aber es ist da das Goal. Aufgepasst. Da kommen hintere Goalie. Sehr gut gemacht. Nochmal ein Safe und der nächste Safe und jetzt schieben einfach mal Safe. Wieder mal eine Strafe. Das mal für den Robin Grossmann wegen hartem Check. Hey, das ist okay. Da muss hart so hergehen. Okay, da durch. Jetzt kommt der Pass zum Haas. Und wir machen das nächste Goal mit einem Backhand. Jawohl, das nächste Goal. Das nächste Unterzahl-Goal. Backhand Haas zum 2:0. Oh, wir kommen das super durch. Hey, das gibt ein Klatschen. Das gibt ein Klatschen. Nein, der Goalie pariert. So schade. Nein, scheiße, scheiße, scheiße. Oh, Goalie, was für ein Save. Oh nein, schlecht gemacht von mir. Aber der Brunner ist auf Position. Und kommt rein, so halbwegs. Aber der Kunti, wo jetzt gerade den Angriff einleitet über den Könzli. Könzli kommt da so durch. Könzli schießt, aber Goalie pariert. Wow, was für ein Pass, kommt sogar an und Gunti macht das nächste Goal. Nein, macht er nicht, Mann. Nein, 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 nichts da, nichts da. Oh. Aufgepasst wieder einmal, nein, und drei kommen. Nein, scheiße, Goalie, yes. Ab wenigen Sekunden noch, komm, oh nein. Schnell ein Hammer, nach wieder eine Parade, der Goalie muss auf einmal alles heben, hey. Scheiße. Ich nehme das scheiß Unterzahlspiel wieder mit einem Goal abschliessen für uns. Schöner Safe da mal zuerst. Weiterhin verteidigen ist angesagt, weiterhin verteidigen ist angesagt, weiterhin verteidigen, jawohl. Nein, Goalie, danke. Hey, ich probiere wirklich gefährlich vorzukommen. Kommen ab, so gefährlich, aber nicht relevant. Und was ist ein relevanter Safe gewesen? Meine Fresse. Und jetzt kommt der relevante Angriff, der uns das 3:0 bringt. Tatsächlich, der Brunner verwertet der Abpraller zum 3:0. Das ist eine verdammt scheiße wichtige Kiste jetzt gewesen. Ja, Mann, wieso kriege ich das nicht her zum da? Oh, dank dem Goalie. Hey. Oh mein Gott, hey, wir müssen schon lange das Goal kassiert haben. Letzte Spielminute. Z greift wiederholt auch und unser Goal pariert schon wieder. Die Scheibe läuft super. Die Scheibe läuft super. Und jetzt der Lauf kommt von hinten. Nein, Mann, kein 4:0. Und jetzt ein paar Sekunden laufen, noch ein bisschen warten. Jetzt kommt ein Hammerschuss.
Der wird blockiert, aber scheißegal. Wir hauen einen 3-0-Sieg in dieser Serie zum ersten Spiel raus. Das verspricht natürlich eine pure Motivation für Spiel Nummer 2. Und in das Spiel gehen wir jetzt direkt rein. Ganz vergessen, ich zeige euch nach jedem Match noch die Statistik. Und da ist sie von diesem Match. Und ihr seht, der Match war knapper gewesen, als was man könnte meinen. Man sieht halt in einem Video nicht alles, was wirklich passiert. Wenn du das möchtest, mal komplett sehen, dann folgt mir auf Twitch und bis mal live dabei. Jeder Montag nehme ich die Karriere auf. Also unten in die Videobeschreibung Link anklicken und dann kannst du das Ganze mal auch live mitverfolgen. So, aber jetzt gehen wir rein in den zweiten Match. Los geht's. Und da sind wir in Zürich in der Swiss Live Arena. Gewinnen wir das Pulli gerade zum Start. Jawohl, gewinnen wir. Pass kommt sogar noch an, irgendwie. Und wir kommen auch durch und wir schiessen, aber der Goalie pariert. ZH wird sicher stärker sein als vorher. Darum müssen wir da extrem aufpassen unter der Goalie. Nein! Hä? Also nein, jetzt kassieren wir so einen Drecks-Goal vom ZH und sind 0-2 im Rückstand. Und bitte nicht, nicht so einen Match jetzt. Wir müssen so schnell wie möglich ausgleichen, so schnell wie möglich. Aber wir werden umtätscht. Jetzt können wir ihn schicken, sehr gut, Schläpfer, komm schon. Hol uns den Ausgleich, hol uns den Ausgleich. Nein, der andere kommt noch mit dem Stock rein. Nein. Oh, danke Goalie, was ist das jetzt gewesen? Und nochmal unser Goalie, sehr wichtiger Safe. Ah, das zweite Drittel fährt leider nicht gut an. Gar nicht gut, hey. Nächste Kiste vom ZT. 0-2 im Rückstand. Das ist das erste schöne Goal von ihm, aber trotzdem das zweite schon. So, Pass über. Raiola hat jetzt einen Platz. Komm schon. Abdrehen. Und jetzt kommt das Goal. Jawohl, da ist es endlich. Hat es geklappt. 100.000 Versuche und jetzt klappt es. 1-2 verkürzt. Sehr schön. So, und gerade das nächste Goal hinten noch. Gerade das nächste Goal hinten noch. Wirklich, du Künzli. Nächster Angriff, nächste Kiste. Und da ist schon der Ausgleich. So darf es weitergehen. Sehr schön. Guck mal, jetzt läuft es. Ey, nein, so geil. Ist der Angriff? Schiessen. Ach nein, das wäre gerade das dritte Goal hintereinander gewesen. Das wäre zu schön gewesen. Sehr wichtige Phase gerade. Und der Lauf kassiert 2 Minuten wegen Behinderung. Du bist so ein dummer Mensch, Lauf. Klar, verlieren wir das Bulli. Ist ja logisch. Schön dazwischen. Jawohl. Ja, Mai. Alpenwärts zur Führung. Jawohl, Schläpfer mit dem zweiten Goal und zur 3-2 Führung. Ich konzentriere mich, ich will das vierte Goal, aber es fällt nicht. Komm, schick mir den Brunner. Du hast auf das Goal vorgemacht, du kannst auch das nächste Goal machen. Nein, er macht es nicht. Vielleicht jetzt, Könzle? Nein, er wird am Schuss gehindert. Könzle. Nein, jetzt wollte ich schön sagen, Könzle macht das Goal. Aber er macht es nicht, der Goal ist pariert. Hey, weißt du, nur ein Goal führen ist einfach zu wenig. Das ist zu wenig. Es kann so schnell gehen. Grosser Safe. Oh, André geht doch und Achtung, nein, ich hab's gewusst, wir haben so viele Chancen vergeben und jetzt habe ich so scheiße verteidigt und da ist der Ausgleich zum 3-3, Mann. Schön, Raiola, komm, er muss abdrehen und jetzt kommt der Schuss und der Goalie pariert, Nachschuss, Goalie pariert schon wieder, Mann, das will einfach nur rein. So, wir sind in der Overtime, können angreifen. Kommen durch ein Backhand Goal, jawohl! Hey, wir haben so viele Schüsse auf das Goal vorgegeben und es ist nichts rein. Jetzt, in der Overtime, hat es wieder geklappt und wir holen das Break und führen somit in der Serie mit 2-0. Was für ein knapper Match ist das gewesen. Aber was für ein geiler Match einfach wieder einmal. Und da seht ihr es, 30-10, der Goalie vom Z hat pariert und gemacht und hier, der Sieg ist nicht gestohlen, sondern absolut verdient. Und nicht nur wir führen in der Serie mit 2-0, sondern auch der HCD führt mit 2-0. Hey, das ist eine super erfreuliche Nachricht.
Nachricht. Richtig geil. Hey, es wird umso wahrscheinlicher jetzt, dass wir wirklich im Finale, das Traumfinale kriegen. Der EHC Biel gegen der HC Davos. Ich würde das richtig feiern. Wenn du das auch würdest feiern, wenn du die Folge feierst, zeig mir das noch mit einem Daumen nach oben zu dem Video. Denn wir sind am Ende angekommen. Ich danke dir fürs Zuschauen und wünsche dir noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und einen schönen Morgen. Ciao.